Da ist kein Blitz. Ja, da ist ein Slot, wo Energie irgendwie bei ist. So eine Leiste und links daneben ist ein Slot. Ja, habe ich. Okay, dann sollst du sehen, dass das Ding jetzt lädt. Richtig? Nein. Doch. Oder vielleicht lädt es halt langsam, ich sehe es bloß nicht. Da drin ist es. Ja, das, de ja. Okay, jetzt warte noch Ja, kurz, bis das das wird schon vollständig läden. rübergeladen ist, das Benzin in die Rakete. Und danach nimmst du das Energy Pack wieder raus. Ansonsten entlädt sich das nämlich komplett in den Fuel Loader. Wodurch du dann keine Energie mehr hättest, was schlecht wäre. Ich habe dir extra Bin schon grad. so viel Energie mitgegeben. Das ist ziemlich viel, 2 Millionen. Ja, aber irgendwie funktioniert das nicht so wirklich. Also, der Tank müsste sich ja füllen an sich. Von der Und das macht Rakete, er ne? nicht. Ja. Ja. Und er füllt sich Ja. nicht. Nein. Hm. Empty Kanister. Leer. Aber der Ja. Tank ist nicht mehr ansatzweise voll. Die Rakete braucht nur 1000, ne? Also, wenn Achso. 1000 in der Rakete drin sind, dann ist alles in Ordnung. Ja, bei Energie steht 0 und bei der Tank ist hat vielleicht einen Strich. Aber der Kanister ist leer. Ja, genau. Also bei dem Moment, in dem Fuel Loader selber sieht das auch nicht nach viel aus. Nein. Aber eigentlich müsste, wenn du das Energy Pack an die Von richtige Stelle außen platziert ist es hast. gelb. Von außen ist es voll. Sieht voll aus, aber von innen nicht. Okay. Vielleicht ist es auch eine Anzeige. Fehler, man weiß es nicht. Also normalerweise sollte es so sein, dass das der Fuel Loader längst nicht voll ist durch eine Fuel Cell. Aber du solltest eigentlich, wenn du das Energy Pack da drin platzierst, in dem Ja. Fuel Loader, sehen, dass der Energie reinlädt, indem sich so eine gelbe Leiste füllt. Wenn das nicht der Fall Nein, war bis tut's jetzt, nicht. dann hast du es an die falsche Stelle gepackt. Man, diesen Kanister konnte man nur an eine Stelle reintun. Ja, den Kanister. Ich meine, es ist das Energy Pack. Was für ein Energy Pack? Du hast doch ein Energiepack dabei. Nein. Ich hatte nur einen Kanister gehabt. Und den konnte man bei der Ener diesem Energieslot nicht reintun. Ich habe jetzt nur noch meine ganz normalen Lufttanks, den leeren Kanister und ein Jetpack. Okay, das Ding war aber in der Hast du mir Kiste. vergessen, hast du vergessen, mir vielleicht was mitzugeben? Nein, habe ich nicht. Das Ding war in der Also Kiste. ich habe nichts. Okay. Na, dann fangen wir an, was auf dem Mond zu bauen. Ja, aber ich komme jetzt nicht mehr zurück, oder? Ich habe nämlich nicht genug Gerade nicht, Energie, um glaube zu ich. fliegen. Oh Mann, was hast du getan? Du hast mich ermordet. Ich hab dir das Ich Ding war. mitgegeben, da bin ich mir sicher. Ich hab den Videobeweis dafür. Ja, was ist das denn? Du hast mich getötet. Das ist Ich ja werde hier jetzt oben Quatsch. jämmerlich verrecken. Wenn, dann käme ich immer noch schnell genug hinterher. Oder du lockst dich einfach aus und wir bauen das Stargate nach. Das geht ja alles. Nein. Oh, ich muss das Ding abzählen. Jetzt bin ich sauer. Wirklich. Gar nicht. Ich hätte ein paar Fackeln mitnehmen müssen, weil hier ist es ganz schön dunkel. Wäre eine Idee gewesen. Ja, eigentlich schon. Oh Mann. Muss ich mir merken, wo meine Rakete ist? Ja, das wäre ganz gut. Du kannst da auch einen Wegpunkt hin platzieren. Oh je, jetzt muss ich mir Mehr. merken, wie viele Koordinaten das jetzt hier entfernt ist. Gehen wir erstmal 13 hier in die Richtung. Okay. 13 weiter. Oder prügelt sich jemand?
60. Greifen die mich an, die Monster? Ist wahrscheinlich, oder? Vermutlich, ja. Geh mal trotzdem mal hin. Oh ja, das. Oh! Das nenne ich mal dem Springen richtig interessant. Schön Gravity, ne? Ja. Hast kaum Schwerkraft. Das ist total toll. Das ist richtig cool an sich. Aber es ist halt dunkel. Oh, ich muss bis 69. 69. Beziehungsweise. Ja. Beziehungsweise, es ist schwierig. Gerade. Findet man hier auf dem Mond auch andere Gesteinssorten? Weil ich habe jetzt zwei Ja, verschiedene bis tut jetzt man. gefunden. Okay. Also eigentlich solltest du da eben diesen Mondstein und so finden. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was man damit alles anstellen kann. Und ob da wirklich Okay. so besonders ist oder nicht. Aber. Also hier liegen überall so Zettelchen auf dem Boden, aber damit kann ich nichts anfangen. Ich war Was ist denn erst das? einmal da, um zu testen, wie es da aussieht. Ach, das. Ich bin so dumm, das sind meine eigenen Fußstapfen. Ach so. Ja, geil, Zettelchen, ich mach ja? Fußstapfen. Zettelchen. Guck in meine Aufnahme. Das sieht aus wie Zettelchen. Guck das in meine Aufnahme mit deinem anderen. Wahrscheinlich haben mich jetzt Die schon will nur 10.000 Klicks Leute. haben. Laber nicht! Laber nicht! Ey, laber nicht, ey, Lan, Mann. Nein, ich bin nicht so eine Klickeile wie du. Oha, die haben zwei Bögen, die Skelette. So richtig asoziale Dinger. Kriegt man hier. Nee, Fallschaden bekommt man hier dann nicht, ne? Nö. Geil. Du kriegst sowieso keinen Fallschaden. Du hast doch die Schuhe. Die Ach so, ja gut, Nanosuits. das wusste ich. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe ein Villager-Dorf gefunden. Oh, cool. Gleich in der Nähe der Oh, das ist Rakete, schön, dass du eigentlich. das jetzt zeigen kannst, weil, ne? Das ist natürlich nett jetzt, um den Leuten das vorzuführen. Oha. Das sind voll die Gesichter da drin, Oh je, ich wirklich. hoffe, meine Aufnahme bricht jetzt nicht ab. Nee, tut sie nicht, okay. Was kann man mit denen machen? Oh, sorry. Ich wollte dich nicht schlagen. Kann man mit denen irgendwas machen? Eins, Hallo? zwei. Nee, anscheinend nicht. Und die haben auch ganz, ganz komische Fackeln. Die haben hier Bäume angepflanzt. Und Wasser haben sie hier. Ja, wie gesagt, ich habe das noch nicht gesehen bis jetzt. Also diese Personen, diese Villager haben einfach mal, denen ihr Kopf ist einfach doppelt so groß wie die in der normalen Welt. Okay, klingt interessant. Ja, durchaus. Aber die bauen hier Bäume an und das war's. Gibt leider Gottes keine Was für Bäume? Kisten oder So ganz normale unterschiedliche. mit Blättern oder ohne Blätter? Ja, mit Blättern. Weil Blätter gut sind, später dafür Sauerstoff zu sammeln. Wenn du oben auf dem Mond überleben willst, brauchst du auf jeden Fall Blätter, um Also das Sauerstoffsammler sind betreiben zu können. Mitblätter, aber die Bäume wachsen nicht. Okay. Also das sind wirklich nur Säpplinge, die da angepflanzt worden Ach sind. so, ja, das bringt dich nicht weiter. Man braucht schon Blätter an sich. Die kann man auch einzeln hier abschneiden und oben dann platzieren. Das ist kein Problem. Ansonsten Wasser und das war's. So besonders sind die hier eigentlich nicht. Aber schön, dass wir es zeigen konnten. Und hier sehen wir gerade eine Spinne in ihrem natürlichen Umfeld mit einer Glaskuppel um den Kopf und zwei Kanister Sauerstoff hinten auf ihrem Rücken. Oh, wie putzig. Ja. Toll. Und jetzt überfallen. Okay. Soll ich einfach mal weiterlaufen? Ja, komm. Au. Vielleicht tötet sie dich ja. Naja, ich habe gerade eben eher ein bisschen Probleme mit den Skeletten, weil die mich die ganze Zeit abschießen. Und das nicht ganz so angenehm ist. Naja, du hast ja eine ganz gute Rüstung eigentlich. Beziehungsweise, wenn du das Ja. Jetpack anhast, dann nicht. Nee, das habe ich nicht an. Ja.
Okay. Ja, das. Was würde passieren, wenn ich mich einfach geradeaus runterbuddeln würde? Keine Ahnung, was da ist. Kann Aber man ohne Witz, probieren, ne? Ich hab dir dann das. stirbt man wahrscheinlich. Ich habe hier nur eine Batterie benutzt. Und also das Energy Pack hast du definitiv mitgenommen. Nein. Auch definitiv. Glowstone Torch, die Kanister. Was war dieser Kanister, den ich da hatte? Ist es Sprit wahrscheinlich gewesen oder irgendwie Ja. sowas? Empty Okay. Kanister ist bestimmt vom Sprit. Wie viel Also ich gehe Sauerstoff jetzt hast du noch? nochmal. Ja, dreiviertel Tank. Und ich Von habe einem gerade oder mal von den. beiden? Beide. Ich habe ja zwei drin und davon habe ich noch von beiden ein Dreiviertel. Okay. Wow, das geht trotzdem relativ schnell weg. Oder Aber nennen ist wir kein es mal Problem. zwei Drittel. Ah, ich kann Ja, in der ich Zeit mal hier das Ding ein bisschen zeigen. darf einfach mal ein bisschen. Ich darf wieder zurück und dann gucken wir mal, ob wir wirklich irgendwo, ob ich in irgendeinem Slot einfach diesen Ding reingesteckt habe. Aber keine Ahnung. Kann jetzt hier in dieser Oberfläche, also bei mir jetzt gerade, ne, nicht bei dir, zum Beispiel hier sowas Cobblestone auswählen, wenn ich jetzt Cobblestone haben möchte. Zum Beispiel zwei Stück, sage ich Cobblestone. Dann werden die mir hier in diese Kiste geliefert. Und wie man jetzt hier sieht, ist der Farbcode pink, rot, rot. Und von dem Ding hier ist der Farbcode ebenfalls pink, rot, rot. Und diese Taschen hier gelten quasi als Verknüpfung zu den Kisten. Wenn ich die aufmache, dann öffnen sich auch die Enderkisten. Deswegen kann ich da direkt drauf zugreifen. Was sehr praktisch ist. Falls ich irgendein Item requeste, anfordere auf Deutsch, was hier nicht vorhanden ist direkt, dann guckt die Maschine, ob das hier gebaut werden kann. Mit diesen speziellen Crafting-Tubes. Pipes. Pipes heißen sie. Und die Rezepte hier werden abgeglichen, sodass die Sachen dann automatisch hergestellt werden. Dadurch muss ich zum Beispiel kein Machine Frame Basic mehr selber herstellen oder die Sachen. Das kann ich alles automatisiert machen, was sehr praktisch ist. Theoretisch kann man damit also alles herstellen lassen, was man mit Rezepten herstellen kann. Oder auch mit anderen Tubes, Pipes Also ich habe oder ganz Öfen. sicherlich kein Ding dabei. Also ich habe echt das nochmal nachgeschaut und ich habe auf nichts. Ich bin mir sicher, dass du das dann weggeworfen hast. Als ob ich das weggeworfen habe. Ohne Witz, ich hab's in der Aufnahme, dass es vorher in der Kiste war. Und du hast es rausgenommen. Nein. Okay. Wir werden sehen. Auf jeden Fall komme ich jetzt hier nicht mehr zurück. Es macht ja nichts. Wenn deine Sauerstoffreserven fast zu Ende sind, dann werden wir entweder. Doch, komm. Kannst du nicht einfach Home eingeben? Geht das? Nee, du bist in einer anderen Dimension. Ich glaube, dann geht das nicht. Hallo, das ist ja auch scheiße. Was ist, wenn ich jetzt versuchen würde, mit der Rakete loszufliegen? Ich vermute, da ist kein Sprit drin zurzeit. Geh mal in die Rakete rein und drück mal G. Das ist die Standardtaste für das Inventar der Rakete. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Müsste Geh? eigentlich unten in der Beschreibung dann drin stehen, wenn du drin bist. Inventory oder so. Nö. Nö, das ist gar nichts. Aber ich kann auf jeden Fall nicht losfliegen. Was passiert, wenn du G drückst? Gar nichts. Okay. Ah, Dann. F. Inventory F. Okay. Da ist aber ebenfalls nichts drin. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, du hättest das mitgenommen. Ich hab's Aber wir haben jedenfalls nicht. unser Ziel erreicht. Ja, du bist auf dem Mond. Super. Oh, ob ich wieder zurück oder da was Sinnvolles mache, hat nie jemand gesagt. Deswegen ist es fertig. Das stimmt. Und ich würde einfach mal behaupten, könnten mit der letzten Abmoderation beginnen. Weil wir ja gesagt haben, einmal Mond. Das ist unser Ziel. Unser Ziel. So ist es. Oh mein Gott. Also, dann darf der Werteherr beginnen. Ich darf beginnen. Ja. Ja.
Wir bedanken uns natürlich bei allen Leuten, nicht für, sondern bei, so ist es grammatikalisch korrekt, bei allen Leuten, die uns zugeschaut haben, hier bei dem Minecraft Custom Projekt, wo wir glücklich darüber sein können, hier auf diesem Server gewesen zu sein. War auf jeden Fall sehr interessant, die ganzen Sachen hier zu entdecken und die Zusammenhänge zwischen den Mods. Ich hätte jetzt ganz gern noch ein bisschen mehr gezeigt, aber die Zeit ist so knapp. Na, aber wir haben genügend gezeigt insgesamt, denke ich. Also, da muss man jetzt einfach mal sagen, wir haben viel geschafft in der kurzen Zeit. Ich bin zufrieden. Ich auch. Falls ihr jetzt Bock habt, zu spielen, dann geht auf jeden Fall mal auf das Technobase FM Teamspeak, klickt Minecraft Channel an und da ist rechts gleich eine Beschreibung, wie ihr hier auf dem Server zocken könnt. Ich glaube, mehr muss man dazu einfach nicht sagen. Die ja, würden sich auf jeden Fall freuen, wenn da ein paar Leute auf dem Server spielen würden. Ne? So ist es. Alles klar. Und auch von meiner Seite aus danke für die ja, für alles, für den Server und für bla bla bla, einfach alles. Ich denke mal, es ist gut zusammengefasst unter alles. Ja, also ich sag schon mal von meiner Seite aus tschüss, bis morgen zur nächsten Folge von Weiß ich noch nicht und ja. Interessante Sachen nimmst du auf, die Weiß ich noch nicht heißen. Ja, es kommt immer davon, wie viel ich lustig habe, was ich aufnehmen möchte. Es kommt auch ein Vlog. Man weiß es nicht. Ich habe nämlich ein bisschen was aufgenommen. Ein Vlog, sagt die Dame. Ja. Na gut, dann viel Spaß noch. Und aus.